Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Hast du Schiss? Ja, heute kommen einige Geschichten auch von Mut zusammen, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Corona-Krise, um da jetzt wieder zu landen, ist ja auch so eine Art Spaltpilz der Gesellschaft. What? Das erleben wir im Moment ganz, ganz krass. Ja. Die einen sind sehr vorsichtig, sind verständnisvoll. Wir müssen da jetzt irgendwie durch mit Disziplin. Und andere flippen völlig aus, wollen es nicht einsehen, bezweifeln gar, dass es eine Pandemie gibt. Wo stehst du eigentlich, frage ich den Kabarettisten Florian Schröder. Na, ich stehe also auf der Seite, die anerkennt, dass es diese Pandemie gibt und der diese Krankheit auch für sehr gefährlich hält. Aber du hast vorher mal Texte geschrieben, da hast du satirisch übertrieben. Das ist ja auch die Aufgabe eines Satirikers, dass man übertreibt, verdreht, wie auch immer. Und diejenigen, die das anzweifeln, was wir im Moment haben, haben das für bare Münze genommen und fanden dich klasse dafür. Ja. Das heißt, die haben dich auf die falsche Seite gestellt. Genau. Der NDR hatte mein Soloprogramm aufgezeichnet, ohne Publikum natürlich. Und dann hatte ich einen neuen Text, wo ich quasi die Rolle eines Verschwörungsideologen spiele. Also ich bin immer haarscharf an der Grenze zwischen Fiktion und Fakten, zwischen Wahrheit und Wahnsinn. Also es ist immer an der Grenze entlang. Es sind Sachen dabei, die stimmen, die trotzdem irrsinnig sind. Es sind völlig blödsinnige Sachen dabei. Also was ich über Bill Gates sage, ist völlig daneben. Ich sage auch, ich bin hier allein ohne Publikum und ich kann hier nur heute die Wahrheit sagen, weil die ganzen festangestellten NDR-Leute schon nach Hause gegangen sind mit ihren Masken, die sowieso nichts bringen. Und man hätte also zu mir gesagt, drück Record und Stop und dann geh nach Hause. Und das haben die ernst genommen. Und dann haben die, also das wurde dann isoliert bei YouTube gepostet und da gab es also reihenweise tausende Kommentare drunter. Er ist erwacht, er hat es verstanden. Er hat es verstanden. Der Systemclown hat es kapiert. So sieht es wirklich aus. Herzlich willkommen bei uns. Du bist der Größte, du bist der Tollste. Und dann folgte eine Einladung zur Querdenken-Demo. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dachte, ja, das ist jetzt, das muss ich mal krass vorstellen. Der Kabarettist und Satiriker Florian Schröder bekommt eine Einladung, ich sage jetzt mal etwas überspitzend, von der Gegenseite, ja, zu der dich gehört. Ja. Und dieser Florian Schröder sagt zu bei der Demo, die vor 2 Wochen stattgefunden hat, gegen die Corona-Beschränkungen, gegen Abstand, gegen Masken, gegen alles. Hast du Schiss? Man sieht, du stehst auf der Bühne in der Höhle des Löwen und die sind zunächst, sind die, finden die dich gut. Bis es gibt. Hier ist der Ausschnitt. Voll gut. Vielen Dank, mein Name ist Schröder. Ich komme aus dem Mainstream. Leben wir in einer Diktatur? Okay, Uneinigkeit. Leben wir in einer Corona-Diktatur? Okay. Ich glaube nicht, dass wir in einer Diktatur leben. Auch nicht in einer Corona-Diktatur. Denn wenn wir irgendeine Form von Diktatur hätten, dürfte ich mich hier gar nicht versammeln, dürfte ich hier gar nicht stehen und ich dürfte hier gar nicht sprechen. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist und ich bin der Überzeugung, dass Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können. Freiheit heißt, einen wie mich aushalten. Meinungsfreiheit heißt, zuhören, sich einlassen auf einen, der nicht das sagt, was ihr hören wollt. Verhindert die Diktatur, indem ihr vernünftig seid. Maske auf, Abstand halten, nachdenken. Danke. Tja, Respekt, Gloria, Respekt. Ja. Diese Verfassungsfeinde sind zu entfernen. Power が生まれた。Boy and the boy. 産業武田。ボイボイ。